Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Ich habe mich mal hierhin teleportiert und habe gemerkt, dass ich auf dem Dach gelandet bin, was ein bisschen seltsam ist. Aber das Seltsamste ist, dass ich heute aus Versehen zweimal dieselbe Folge hochgeladen habe. Wie das möglich ist, ich weiß es nicht. Deswegen nehme ich heute schnell auf, damit ihr eine Folge habt. So, habe ich nicht. Ich habe nicht alles abgelegt. Egal, komm, scheiß drauf. Ja, Bootsteuerung aktiviert, Nachfahrhaber. Aber wenn wir hier die Auswahl haben, dann wird höchstwahrscheinlich eine zweite Insel kommen? Ich meine, wieso haben wir hier die Wahl? Naja, könnte theoretisch dadurch sein, dass man die Wahl hat, ob man hier bleiben möchte. Ja, ich weiß nicht, wo mein Kollege ist. Ist mir egal, ich ziehe alleine los. Welche, eine Katze? Habt ihr die Katze auch gehört? Katze? Ich höre sie doch! Oh oh. Ich glaube, wir haben eine Katze entführt. Hoppala. Ich glaube, sie ist nicht mehr zu hören, ne? Ich wüsste auch gar nicht, wo sie sein soll. Vielleicht ein Bug, ich weiß es nicht. So! Lass mich aussteigen. Ich finde das sowieso crazy. Meinten die das? Die meinten doch hier, Bethesda meinte doch, dass es unmöglich wäre, Fahrzeuge zu programmieren für das Spiel. Was ist bitte das? Ist das kein Fahrzeug oder was? Ist ein Lamborghini, ist das. Warte, ein Lamborghini ist auch ein Fahrzeug. Das ist ein Brot. So, lass mich aussteigen. Ich kann nicht mal hochspringen. Ich kann hier einfach aussteigen. Ja, ich weiß, das Ganze ist gescriptet und so. Höchstwahrscheinlich sind die Wassereffekte auch nur fake. Deswegen kann man nicht vorher aussteigen, so sieht das bestimmt scheiße aus. Aber egal. Wir haben Quests und die besagen, dass wir hier helfen müssen. Oder dürfen. Können. Vielleicht sollten wir auch. Nick? Ah, Nick. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Nö. Was guckst du so? Waffen, Munition und so. Schön, dich wiederzusehen. Ausnahmsweise ist es mal recht ruhig. Brauchst du was? Was hältst du von Dima? Du bist nicht Captain Avery. Ich habe Beweise, dass Dima die echte Captain Avery getötet hat. Hier. Ich? Aber das... Mein Medaillon. Es ging bei einem Feuer verloren. Und der Schädel. Das kann nicht sein. Hör zu. Ich bin ich. Ich erinnere mich an alles. Ich kann kein Synth sein. Du irrst dich. Bla. Ich dachte, wir konfrontieren sie und sie gibt zu, ja, ich bin ein Synth. Ja, ich arbeite in Sachen von Diva. Aber sie weiß es nicht. Hoppala. Ich habe irgendwas Dummes gemacht. Ich weiß, das ist viel. Aber die Beweise sind eindeutig. Damit musst du dich abfinden. Ich... Es stimmt, oder? Es ist wahr, oder? Ich bin ein Synth. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu erfahren, dass alles, was man weiß und glaubt, eine Lüge ist? Oh, ich weiß das tatsächlich ganz gut. Letzte Chance, Wahrheit zu sagen. Wenn du mich anlügst, ist das hier deine eine Chance, die Wahrheit zu sagen. Verstanden? Ich bin... Nun, ich fühle mich wie Captain Avery. Wenn ich ein Synth bin, dann haben sie mich glauben lassen, dass ich sie bin. Ich weiß nicht, warum. Was du durchmachst, es tut mir so leid. Jetzt bleibt mir nur noch so zu leben, wie ich es für richtig halte. Dima ist ein Mörder und ein Lügner. Dafür sollte er zahlen. Aber wenn das andere erfahren, besonders Alan Lee, werden viele Unschuldige leiden. Fahrhaber steht am Abgrund und das versetzt allen den Todesstoß. Stelle Dima, lass ihn zahlen, wenn du kannst, aber bitte, dieser Beweis muss geheim bleiben. Geld erpressen. Ich glaube, das würde Nick nicht so gefallen.
Sagst du das nur, um dich zu schützen? Kann ich nie versprechen. Ich halte es geheim. Ich bin heute mal nett. Heute habe ich einen guten Tag, Freunde. Ich halte es geheim, Avery. Was du da getan hast, war wirklich barmherzig. Jeder in Far Harbor und Arcadia steht tief in deiner Schuld. Ich will dir trotzdem helfen. Avery. Ich will ehrlich zu dir sein. Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Ich habe eine fette Powerrüstung an. Willst du mich eigentlich verarschen? Natürlich sehe ich hart aus. Wobei genau brauchst du denn Hilfe? Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbereiter außerhalb der Stadt. Kurz bevor du kamst, gab es einen schweren Sturm, der die Nebelkondensatoren beschädigt haben muss, die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meyer-Lurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an. Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Wenn du willst, verlass die Stadt in Richtung Süden. Wird natürlich bezahlt. Ich würde keinen Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. Alter, du hast fetten Karies. Habt ihr die schwarzen Zähne gesehen? Brauche ich Werkzeuge oder Teile, wenn ich die Reparaturen selbst durchführen muss? Die Energiemodule der Nebelkondensatoren müssen gewechselt werden, aber Howard hat die einzigen Ersatzteile. So oder so musst du ihn erstmal finden. Er ist tot. 100 Pro. In Ordnung, ich mach mich auf den Weg. Gut, unser Wasser geht schon bald zur Neige. Der ist tot. Hören wir doch zu, Vibe. Okay, wir gucken erstmal auf die Karte. Oh Gott, wie viele Leuten soll ich denn helfen? Wir müssen... Also. Ich will gut Warwick nicht helfen. Ich weiß auch nicht, wer Mitch ist. So. Da hinten müssen wir hin. Ist es weit weg? Hä? Also, nee. Hier um die Ecke. Alles gut. Ja, ist gut. Ich weiß, dass die Karte hübsch ist. So. Da wollen wir direkt mal hinlaufen. Ach, das ist Nick. Ich dachte, wer redet denn da? Ich habe mir doch keine Angst. Dann habe ich wieder Munition. Ich habe Munition nicht mitgenommen. Ich bin ein Drecksack. In der Folgenpause gehe ich und hole mir Munition für meine Pistole. Ich bin so doof. Und ich lege meine Sachen ab. Bin so doof. Aber die Mod funktioniert noch, ne? Ich habe manchmal so ein Problem, dass die Mod nicht funktioniert. 1060? Wo kommen die 60 her? Wie viel hatten 1000? Oh Gott. Unsere Tragfähigkeit, sie vervielfältigt sich. Ich glaube, der Typ hat ein Nickerchen gemacht. Ja, wenn es nicht anders geht. Die Luft ist rein, denke ich. Ich liebe die Pistole. Howard hat es wohl nicht geschafft. Ich muss die Nebelkondensatoren selbst reparieren. Du, das wusste ich schon vorher. Hier ist nichts Neues. Boah, komm, den Rest kannst du behalten. Will ich ja nicht leiden lassen. In der Kälte. 3 an der Zahl, ja? Gut, nehmen wir den hier zuerst. Oh, das war easy. Und der Rest ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg, oder? Oh nö, einfach die Straße entlang. Aber reicht der Schutz aus? Alle 100 Meter so ein Ding zu haben? Ich weiß ja nicht. Und ich habe übelst Hunger und Durst. Freunde, wir hatten doch 100 an Wasser. Oder haben die jetzt alles weggesoffen? Ich weiß es nicht. So. Das Fest des Captain. 10 plus 10% Erfahrung für 2 Stunden. Nice. Okay, ich verstehe.
sollte mein Handy mal kurz aus meiner Tasche holen. Ich will nicht, dass da irgendwas in meiner Hose vibriert. Ich habe vergessen, mit Julian den Minecraft-Server aufzumachen. Ich gehe mal kurz eine Sekunde raus. So, dafür muss ich auf den Desktop kurz rauf. Jetzt komm. So, jetzt sehr glücklich. Oh Gott, ich habe ein OBS geschlossen. Ich weiß nicht, wann die Folge vorbei ist. So, alles gut. Wie sieht's aus mit meinem Trinkverhalten? Ach, ich bin krank. Ach ja. Aber wir haben ja einen fahrhabenden Arzt. Den muss ich nur wiederfinden. Und hier ist der Aufbereiter, ja? Oh, wenn hier der Aufbereiter ist, kann ich da ein bisschen Wasser rausholen? Wollen hier Wasser rausholen? Ey, was? Nein? Wie? Wo? Du spielst hier mit dem falschen Sinn. Du machst das schon, Nick, ne? Du machst das schon. Okay, ich mach den einen, du den anderen. Du mit dem Hammer, ey, das geht richtig ab. Kann ich hier einfach trinken? Höchstwahrscheinlich, wenn ich aus meiner Rüstung rausgehe. Das ist gut zu wissen, dass man hier trinken kann. Aber leider habe ich hier keine Markierung, ne? Kann man echt gut gebrauchen. Falls uns wirklich das Wasser ausgeht, was es definitiv wird. So, zurück. Hilfe abgeschlossen. Es ist voll gemein, dass da keine kein Teleportpunkt ist. Hätte ich schon geil gefunden. Dann könnten wir jedes Mal dahin, ein bisschen was trinken, uns dann Keks freuen. Wo ist der Arzt? Oh, was würde ich dafür geben, in einer echten Power-Rüstung rumstampfen zu dürfen? Ja, ich habe 50.000, kannst keine eine haben. Zum Beispiel die ich letztens gefunden habe, wo einfach keine dran war. Fand ich auch großartig. Ich schlag mich so durch. Ach, da hinten. Wenn du nicht bewaffnet bist, überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffe. Behalt das, was du mir vorhin gezeigt hast, bitte für dich. Es könnte Schlimmes passieren, gut. Wenn andere es sehen. Nerv nicht. Die Nebelkondensatoren funktionieren wieder. Gut, unsere Wasservorräte gingen schon zur Neige. Keine Ahnung, wie lange wir durchgehalten hätten. Hast du Howard gefunden? Meyerlock-Futter. Er ist Meyerlock-Futter. Ich hätte ihn niemals allein gehen lassen sollen. Wie gesagt, Bezahlung gibt's auch. 200 Kronkorken sollten reichen. Baby, mehr Geld. Cap, niemand wird dir helfen, wenn du nicht angemessen bezahlen willst. Da hast du wohl recht. Ich könnte ein bisschen mehr springen lassen. Sagen wir 250 Kronkorken. Mehr! Die Sicherung der Wasservorräte ist aber wesentlich mehr wert. Du bist eine harte Nuss, Westlandbewohner. Ich gebe dir 300 Kronkorken. Howard Dunbar starb in Ausübung seiner Pflicht. Sein Leben war einiges mehr wert. Und meins ist es auch. Du findest kein Ende, oder? Nee. Ich glaube, ich bleib beim ersten Angebot. Nein! 200 Kronkorken. Mehr nicht. Hier, deine Bezahlung. Ich muss Vorbereitungen wegen Howard treffen, also verabschiede ich mich. Ich bin ehrlich gesagt nur wegen der Erfahrung. Habe ich das gemacht. Mir ist das egal. Die Kinder des Atoms sind schuld daran, dass der Nebel giftig ist. Wo ist der Arzt? Hat hier jemand den Arzt gesehen? Hat er auch irgendwie. Der hatte doch irgendwie ein Zimmer, oder nicht? Alles auf Lager. Was für ein Modell ist deine Power-Rüstung? Keine Ahnung. Nett? Der Nebel. Er ist gefährlich. Okay? Mister, ich muss mit dir reden. Warte. Hab 14. Nein! Wir gehen hier gleich wieder raus. Doktor! Doktor, Doktor. Wo bist du? Du bist echt klasse. Of loving you. Hm. Keine Ahnung, wo der rumhängt. Na komm, wo hören wir der Troller dazu? Die Musik nervt mich sowieso. Ich jedenfalls weiß. Viel zu positiv. Und ich glaube, der wollte jetzt auch irgendeinen Scheiß sagen. Es ist doch nicht wahr. Hört auf zu reden, währenddessen ich in die Ladescreen wechsle. Was zum Geier ist dein Synth überhaupt?
Mister, ich muss mit dir reden. Ich habe 14,5 Kronkorken. Ich will dich anheuern. Sich abblitzen lassen. Okay, ich höre. Worum geht's? Harbor-Bewohner gehören nicht auf das Dock hier. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Um stärker zu werden, brauchen wir Land. Von der Sägemühle am Echo Lake führen Stromleitungen zum alten Windpark. Wenn du die Gegend säuberst, können die Harbor-Bewohner die Kondensatoren reparieren und das Land vor dem Nebel schützen. Wo weißt du das? Woher weißt du das alles? Mein Vater war Mechaniker. Ein guter. Bis ihn der Nebel erwischt hat. Das ist eine erstaunlich erwachsene Angelegenheit. Der Nebel will uns alle töten. Auch die Kinder. Ja, die Belohnung ist ein Witz. Aber wenn meine Leute sich neu ansiedeln können, würden sie sicher alles für dich tun. Und sie würden dir mächtig was schulden. Bitte hilf uns. Den Nebel zurückdrängen. Ja, cool. Ja, wenn wir das schon haben, machen wir das jetzt nächstes. Ich suche trotzdem den Arzt auf. Hab mein Zuhause verloren. Interessiert mich nicht. Ja, du bist einfach nur ein Straßenpenner. Gib's doch zu. Geh zur Seefahrerin. Die faselt ständig von irgendwas. Hey, Doc. Suchst du einen Arzt? Heile mich. Ich brauche medizinische Hilfe. Dann bist du hier richtig. Ich habe in letzter Zeit ziemlich was abbekommen. Wurde ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Könnte viel schlimmer sein. Ich habe einen Arm verloren. Ja, gar kein Problem. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Schön. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nö. Keine weiteren Beschwerden. Was? Ah, du gehst schon. Gar nicht erwartet, ja. So. Lagst du da schon immer? Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Ich glaube, die mögen die Kinder des Atoms nicht. Ist aber nur so eine Mutmaßung. Gut, Atomquelle. Hoch! Tauchanzug, kontaktischer Helm des Marines wurden für Aufklärungseinsätze bei Nacht entwickelt. Crazy! Gut, so sieht's bei mir nicht aus. Aber ist ja auch egal. Vor allem, die wollen sich in der Nähe der Quelle einsiedeln. Das ist nicht die schlauste Idee. Aber wenn die es möchten, ich habe gar kein Problem damit. Sterben tun sie sowieso. Egal, was ich mache. Von daher. Wumpe. Legendärer verbrannter Ghoul. Okay. Das musste ich kurz erledigen. Dann muss ich da aber nur noch hochgehen. Sägemühle am... Sägemühle. Sägemühle ist richtig, ne? So, Freunde, aber... da heute ein knapper Tag ist, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn wir die Siedlung hier befreien. Haut rein, euer Zero. Tschüss.